Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind auf Folge 34 und machen momentan die Quest Der vermisste Diplomat. So. Wie versprochen geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. So, wirklich geguckt, wie der gute Elite hier heißt, habe ich nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich ihn hier noch nicht gesehen auf der Map. Beziehungsweise auf der Straße hier. Weil normal lief der ja da rum. Der immer gute, alles klein umnietende, wie auch immer er da hieß. Ich weiß nicht, ob das hier zu dem gehört. Oh ja, Zollverrat wäre auch cool, allerdings. Sind wir, glaube ich, dafür etwas klein. Ich glaube, fängt ab 39 an oder so. Mal gucken. Suche nach Gruppe. Und dann. Oh, kommen wir noch nicht. Krall, Klingenhauer wäre cool. Gnumerik wäre auch gut. Friedhof und Bibliothek ist auch nicht schlecht. Oder halt mal Verlies. Aber wirkliche Gruppenaufrufe für Verlies oder ähnliches. Wir sehen Trufarak, sehe ich schon mal öfters. Maraudon sehe ich schon mal. Was gibt es denn noch Tolles? Ja, und die ganzen Raids sieht man. Oh, der ist aber fleißig, sehe ich gerade. Schon dreimal gepostet, ja. In unserem sichtbaren Chatverlauf. Wer weiß, wie oft vorher. Ja, unser Mr. Krabs hat leider immer noch nicht an Geschwindigkeit zugenommen. Der hat noch keine Lust. Ja, gucken, wo die Nachtwache wieder aushängt. Das Licht sei mit euch. Listen. Seid vorsichtig. Stummelt, okay. Oh, mittlerweile wird sie gelb. Am Anfang war die nämlich, nicht recht im Sinne grün. So schnell geht das. Gut, aber ob wir irgendwas noch vom Mondfest sehen, das weiß ich nicht. Weil. Braucht ihr Hilfe? Mal hier schnell zurückfliegen. Das geht ja schnell. Wie gesagt, vom Mondfest weiß ich nicht, ob wir noch was sehen, aber vielleicht, wenn wir hier durch die Gegend am Eiern sind, bestimmt. Das ist falsch. Was ist denn? Jetzt dahinter wieder versteckt. Nö, das will irgendwie nicht so, wie ich will. Such eigentlich. Verdammte Tat hier. Wie hieß das denn? Atlas, Atlas. Da! So. Gnomeregan. Wäre nicht schlecht. Obwohl, ich glaube, bis jetzt hier war ich einmal in Gnomeregan. Terrasse der Magister ist, glaube ich, noch nicht freigeschaltet hier auf dem Server. Naxxramas würde ich auch mal gerne gehen. Zumindest hier das alte, dieses 40er Mann, das war bestimmt cool. Scharlachrote Kloster sehe ich ab und zu schon mal. Das habe ich noch nicht gesehen. Burg Schattenfang.
glaube ich auch einmal bis jetzt gesehen. Stratholm habe ich auch noch keinen suchen sehen. Sonnenbrunnenplateau ist auch noch nicht freigeschaltet. Der Tempel von Kia. Oh ja, da war ich auch mal drin. Der geht sogar. Die Schlangen, die man anklicken muss, die funktionieren zwar nicht. Allerdings ist der Boss freigeschaltet, dass man direkt einfach runterhüpfen kann. Weil damals musste man die ja in einer gewissen Reihenfolge anklicken, damit der Boss quasi freigeschaltet wird. Braucht man in dem Fall nicht mehr. Das ist ja schon mal ganz toll. Kann ich euch So. helfen? Okay. Bin wieder im Schlösschen, ne? Nein. In der Altstadt. Oder ist das das Türken? Nee, Altstadt, ne? Was ich mir auch manchmal so ausgemalt hatte, ist, wenn man einen Freizeitpark macht als Sturmwind. Das wäre bestimmt auch cool. Oder eine Stadt als Sturmwind nachbauen würde, das fände ich auch gar nicht mal so verkehrt. Gibt es bestimmt viele, die da einziehen würden. Ich bin ganz Ohr. Ich erinnere mich. Okay. Raufbolde der Altstadt. Wo sind wir? Na toll. Obwohl, das ist, glaube ich, auch der Ort, wo man hinkommt, wenn man unter Sturmwind stirbt. Weil dann liegt man dann plötzlich davor. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, mittlerweile, wenn man in Sturmwind stirbt, kommt man auf dem Friedhof. Hier ist der irgendwo. Aber hier gibt es ja noch nicht, weil hier auch noch nicht der Hafen ist. Scheiter an der Stufe. Okay, dass da mehrere kommen, das wusste ich nicht mehr. Ich sage, machen wir uns fit. Holen jetzt auch unseren Dean, der mal wieder keinen Bock hatte. Bestimmt durchs Fliegen. Und der weg. Auch nicht schlecht. Auszufuttern. Hier futtern auch was. Trinken was. So. Noch 7 Level, dann können wir auch den Beweglichkeitstrank benutzen. Sehr schön. So, kommen wir hier noch zum Buffen. Oder okay. Oder auch nicht zum Waffen. Naja, gut. Gibt Schlimmeres.
Wahrscheinlich müssen wir die nochmal besiegen. Bleib sauber. Lust auf ein Glas? Okay. Abbrechen, neu annehmen. Funktioniert meistens immer. Wenn wir ja schon mal hier sind, ich glaube hier ist auch, oder ist das? Gerade mal gucken. Hier ist der Jägerlehrer, dann gehen wir da mal kurz vorbei. Vielleicht können wir dann auch Knurren für das nächste Level holen. Ich habe gerade gesehen, das hat verfehlt. Nicht, dass das öfters verfehlt und darum ich öfters auf die Mütze bekomme. Wäre ja uncool. Knurren sind wir erst Rang 3 für 20. Ja, ist schon 10 Stufen Unterschied. Je nachdem man das nächste kam. Ja, und hier sieht es immer etwas nebelig aus. Stallmeisterin. Jäger. Das Tier aus Bilder oben. Mal gucken. Wie geht's? Bleibt auf dem Boden. Nicht. Wo ist er denn? Ah, da. Redet mit mir. Ja. Oh, jetzt kosten die Dinger teilweise schon Gold. So. Gucken wir mal, was für uns so nett dabei ist. Ist nicht verkehrt, die allen auch nicht. Oh, Rudelaspekt haben wir jetzt auch. Schuss, Rang 4, schön. Frostfalle, so gut. Totstellen. Ist nicht, verdammt, kein Gold mehr. Zu viel auf den Kopf gehauen. Ja, dann kurz anschießen und ist er gefangen. Aspekt des Hudels, genau. Oder Wildtier? Mal gucken. Schnellfall. Kann nicht aufgespürt werden, okay. Nicht aufspürbar. Aha. So, gehen wir mal weiter unsere Quest machen. Vermisste Diplomat. Geben den mal wieder beim Käsemann ab. Wir sollten auch mal für unseren lieben Mr. Krabs etwas einführen, dass der schneller laufen kann. Ach, das ist das mit den Flächeneffekten. Dann nimmt er nämlich weniger Schaden in Flächeneffekten. Sehr gut, Herr Mr. Krabs. Ich weiß gar nicht, wie das damals war. Weil wenn man nicht so schnell levelt,
Kriegt man theoretisch mehr Geld, aber so viel Gold weiß ich gar nicht, ob man das zusammenbekommt, alle Sachen zu kaufen. Eine gute Frage. Was kann ich für euch tun? Im Sumpfland? Oh, weia. Nö, da war ich jetzt aber nicht hin, du. Sumpfland. Düstermarschen? Nein, wo war denn das Sumpfland? War das nicht hier oben? Sumpfland. Oh Mann, oh Mann. Na gut, zum Sumpfland müssen wir jetzt nicht unbedingt fliegen, weil da sind wir ja wieder ewig unterwegs. Überlegen. Am besten mache ich das so, dass ich zum Sumpfland mache ich am besten allein. Also ist jetzt die erste Überlegung. Ich jetzt allein schnell hinflitze, da die Quest Habt ihr was abgibt Bestimmtes? und dann wir weiter zusammen machen. Ein Sumpfland ist schon heftig. So, wir machen uns aber erstmal auf nach. Wollen wir eigentlich schon ein paar Folgen wollten? Seid gegrüßt. In Schlingdontal. Na gut, 1:25. Ich meine, so lange hat es eben auch nach Dings gebraucht. Nach Dämmerwald. Die ewige Fliegerei. Es müsste Portpunkte geben. Das wäre auch cool. Und plöpp, plöpp. Was ich vermisst hatte, als es dann weg war, war Massenport. Das war cool. Ja, und Zulgrub ist auch noch richtig cool. Noch 20, glaube ich. 20 Mann Instanz. Raid. Da gibt es auch coole Sachen. Und dann ist hier eine kleine Insel. Da muss man hin. Da kriegt man nämlich so lustige Sachen hier drin. Die kann man dann abgeben gegen Ruf. Zandalari, glaube ich. Aber ich will es nicht beschwören. Weil in Zulfarrak, nee, nicht Zulfarrak. Grob, was gab's denn noch? Noch irgendwas mit Zul. Zulgrub? Nee, Zulaman. Ja, gibt's auch ähnliche coole Sachen. Ich glaube, das sieht fast gleich aus. Nein, ich vertue mich, weil es gab ja nachher auch, so grob als Instanz. Ist gar nicht mehr Ende von Kata, war das das? Ja, ich meine Ende von Kata. Da gab es wirklich coole Sachen. Was haben wir denn? Hier damals die Schwerter, die sahen richtig cool aus. Ja. Richtig schick aus. Und das hatte mein Krieger damals auch. Und hier sind die Dinger, die man dann abgeben kann. Priester, also ne, das sind T-Teile quasi.
Richtig, und drei Tiere gab es da auch. Ich glaube zwei, ein Raptor und ein Tiger oder ein Löwe, ne, ein Tiger. Ja, es gab schon coole Sachen. Reittier und Tiger gibt es mittlerweile, also gibt es auch. Sieht ja lustig aus. Schlecht, nicht schlecht. Wenn sie mal leuchtet, ist irgendwas für Zauberer. Zauberer. Für Magier oder Hexenmeister. Oder Priester. So, wir gehen mal auf Pantherjagd in der nächsten Folge. Aber dann auch wirklich. So, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst doch ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Dann danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play WoW.